Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Jörg Schneider. Ich bitte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie bitte, Herr Schneider. Frau Kappert-Gonter, Ihr Gesetz wird in zwei wesentlichen Punkten genau das Gegenteil von dem erreichen, was Sie damit gerne erreichen möchten. Am 1. April wird der Cannabiskonsum hier in Deutschland legalisiert. Das wird dazu führen, das wissen wir durch Vergleich mit anderen Ländern, die es auch so gemacht haben, zu einer Zunahme der Nachfrage. Und wo wird diese Nachfrage nun bedeckt mit einem Angebot? Ja, man kann ab dem 1. April dann anbauen. Wer das tut, der wird vielleicht im Sommer das erste Mal was ernten. Ihre Cannabis-Clubs, die sind ab dem 1.7. überhaupt mal erst zu gründen. Da ist viel Bürokratie noch im Spiel. Die werden vielleicht Ende des Jahres mal etwas ausliefern. Und da entsteht doch ganz logischerweise eine Lücke. Bedarf ab 1. April, Bedarfsdeckung irgendwann mal danach. Und diese Lücke wird geschlossen durch den Schwarzmarkt. Die auf den illegalen Cannabisplantagen dieser Welt werden jetzt schon Doppelschichten geschoben. Und man hat dort durchaus Möglichkeiten, den Output noch etwas zu erhöhen. Durch mehr Dünger, durch mehr Pestizide, durch mehr Beimischung. Sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen und Sie wollen Konsumenten den Zugang zu sauberem Cannabis ermöglichen. Wir werden ab dem 1. April erleben, dass nicht nur der Schwarzmarkt boomt, sondern dass das, was man dort kaufen kann, auch noch dreckiger und ungesünder ist als das, was Sie heute bekommen. In zwei wesentlichen Punkten fahren Sie mit diesem Gesetz genau in die falsche Richtung. Und lassen Sie mich auch noch etwas sagen zur unrühmlichen Rolle der Europäischen Union. Sie hatten sich das ja eigentlich ganz anders vorgestellt. Kontrollierter Anbau, Cannabis-Shops, staatlich lizenziert, geht leider nicht, spricht das EU-Recht dagegen. Jetzt gibt es also eine Umgehungslösung, die, ich habe es dargelegt, vor allem im Schwarzmarkt in die Finger spielen will. Und das Problem hatten wir in einem anderen Land in Europa auch schon, in den Niederlanden. Da können Sie in den Coffeeshops Cannabis erwerben und konsumieren, alles wunderschön. Die Coffeeshops ihrerseits müssen das Cannabis aber auf dem Schwarzmarkt kaufen. Das ist zwar wunderbar dann EU-rechtskonform, aber es hat leider dazu geführt, dass die Cannabis-Mafia in den Niederlanden so stark geworden ist, dass sie mittlerweile dort das gesamte organisierte Verbrechen dominiert. Meine Damen und Herren, zweimal also das gleiche Muster. Es gibt eine pragmatische Lösung, es gibt parlamentarische Mehrheiten dafür, die sind aber nicht möglich wegen EU-Recht. Stattdessen Umgehungsmöglichkeiten, die leider dann dem organisierten Verbrechen in die Finger spielen. Und wenn Sie jetzt meinen, dass man vielleicht auf EU-Ebene mal darüber nachdenkt, da was zu ändern, vergessen Sie es. Diese Gesetze, diese Regeln sind in Stein gemeißelt, da wird nichts dran geändert, in alle Ewigkeit Amen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie noch einen Beweis dafür gesucht haben, dass diese Europäische Union demokratiefeindlich, dysfunktional, für den Bürger tatsächlich im Endeffekt sogar schädlich ist, hier haben Sie diesen Beweis, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, ach, der Schneider und die AfD, die sind ja wieder nur destruktiv unterwegs, ich habe noch einen ganz konstruktiven Vorschlag, wie Sie dieses Gesetz vielleicht zumindest noch ein Stückchen in die richtige Richtung schieben können, drehen Sie einfach die Zeitleiste rum. Ermöglichen Sie die Gründung von Cannabis-Clubs ab dem 1. April, den Eigenanbau ab dem 1. Juli und ermöglichen Sie Konsum und Besitz ab dem 1. September. Dann passen nämlich zumindest Angebot und Nachfrage zueinander. Damit wird es Ihnen vielleicht nicht gelingen, dass Sie den Schwarzmarkt kleiner machen, aber wird dadurch zumindest nicht größer werden. Das Gesetz, was Sie heute vorlegen, meine Damen und Herren, das ist ein Konjunkturprogramm für das organisierte Verbrechen. Dem werden wir nicht zustimmen. Dankeschön.